Hallo, ich bin Hawkeye. Ihr habt mich nicht gesehen in Infinity War. Warum? Weil es total lächerlich gewesen wäre, eine Armee von Alien-Monstern, vierarmigen, ganz wichtig, mit Pfeil und Bogen zu kämpfen. Gut, ja, und ich bin Black Widow. Ich bekomme auch irgendwann einen eigenen Film, der wahrscheinlich auch wieder so gehypt wird im Sinne von ein erster Horror... ein Horrorfilm. Nee, Quatsch, da kommt ja noch so ein Marvel-Horrorfilm. Ja, ach ja, willkommen zu Lego Marvel Super Heroes. Stimmt, ja, es soll ja ein Horrorfilm in Anführungszeichen von Marvel kommen. Habt ihr das mitbekommen? Ja, ja. New Mutants, glaube ich, ist doch der Titel. Das ist doch der Film. Oh, da ist gerade Spider-Man in seine Urform voll angekrabbelt. Ist er das? Oh! Also gut, das war das Geheimnis. Oh, schön. Genau. Es soll ja ein Horrorfilm geben von im Marvel-Universum. Das war es, Young Mutants, wo, glaube ich, die Maisie Williams, ihr wisst schon, die Killerin. Quasi Killerin, Gesichtskillerin aus Game of Thrones. Jetzt, nee, warte mal, müssen wir der Fähigkeit hier machen, ne? Oh, sie ist weg, egal. Genau, mitspielen soll. Wo sie ja so Reshoots gegeben haben und den haben sie ja dann irgendwie doch auf nächstes Jahr dann verschoben, weil sie dann irgendwie dann gedacht haben, nee, ist uns doch noch nicht gut genug. Ein Horrorfilm im Marvel-Universum. Da haben die jetzt eigentlich schon. Naja, gut, man muss ja sagen, man muss ja alles mal ein paar neue Sachen ausprobieren, nicht wahr? Okay, an die Stelle da oben können wir aber nicht ran, ne? Okay, gut, da müssen wir da oben wahrscheinlich wieder aktivieren mit unser Freund und Kupferstecher. Nein, unser Freund und Pfeilschießer, genau. Nach oben kommen kann. Ja, ja. Ob das funktioniert? Naja, sehen wir dann erst nächstes Jahr. Und wann war das? Februar 2019 oder so? Wenn ich da jetzt nicht schon wieder verschiebt oder wieder irgendwelche Reshoots kommen, weil sie dann denken, oh, das ist uns nicht gruselig genug. Das ist uns nicht gruselig genug oder nicht, was auch immer. Oder, ah, unsere Fokusgruppen finden die es nicht gut, nach dem Motto. Wir wissen ja alle, die Fokusgruppen haben immer recht. Siehe, Indiana Jones 4. Obwohl, war das da so in dem Fall, dass die Leute gesagt haben bei den Testscreening, oh nee, das gefällt uns nicht. Wir wollen mehr animierte, wie war das nochmal? Ja, wir wollen mehr animierte Erdmännchen. Und eine Bösewichtin, die eigentlich genau dasselbe will wie Indiana Jones. Genauso funktioniert das, Leute. Zerballert einfach die Bildschirme. Ich habe übrigens langsam das Gefühl... Oh, okay, wir brauchen unseren Magneto. Den haben wir aber jetzt nicht. Da müssen wir mehr wieder spielen, aber das habe ich ja schon erwähnt. Ah... Mein, wie heißt das? Mein Unsichtbarkeits-iPad. Ist die Sonderanfertigung. Ja, das muss man erst machen, wenn man den Charakter nochmal neu spielen kann hier. Wird sich dann erst zeigen. Hä? Warte mal. Ach so, ich verstehe. Der gute alte Diamidfall. Naja, hätte man mehr davon benutzt in Age of Ultron, dann hätte er vielleicht nicht sagen müssen, wir kämpfen hier gegen eine Armee von Robotern und ich habe Pfeil und Bogen. Wie unrealistisch ist das? Ja, denn auch wenn man einen Pfeil und Bogen hat, der irgendwie alles trifft und immer trifft, egal wie, ja, Legolas-mäßig, hat er wahrscheinlich bei Legolas gekauft, wäre es doch ein bisschen unrealistisch. Würde mich da nicht wundern, wenn er dann irgendwie im nächsten Infinity War-Teil, oder das heißt ja Infinity War einfach, Avengers 4 ungepannter Titel bisher. Ob er dann da sagt, oder wenn sie da irgendwann sagen, okay, das mit dem Fall ist uns doch irgendwie ein bisschen zu bescheuert, jetzt geben wir ihm eine richtige Knarre in die Hand. Machen ihn zum Scharfschützen. Ah, stimmt ja, stimmt ja. Da ist ja diese Sokovia-Geschichte, von wegen hier, die einen sagen, nein. Warte mal, wie kommt man denn da lang? Ich glaube, hierfür brauchen wir Wasserfähigkeiten, oder? Quatsch. Hier, machen wir hier mit seinem Dreifachpfeil. Kannst ja dann, wäre die Chance ja eigentlich ziemlich hoch. Ich glaube, hier brauchen wir wahrscheinlich Wasserfähigkeiten für. Ja. Genau. Wäre die Chance eigentlich ziemlich hoch, dass er dann den nächsten Avengers-Teil dann, zu Ronin wird. Die, wie heißt das? Die Anti-Held-Version von Hawkeye. So nach dem Motto, ich bin gegen das Abkommen. Ich bin jetzt voll Vigilante. Nach dem Motto, ich trage jetzt schwarz. Und habe eine verzerrte Stimme. Nein, Quatsch. Das ist ein anderer Held.
Genau, werden wir ja dann sehen. Ja, wie dann dieses New Avengers dann ablaufen wird. Nee, Quatsch. Das ist das andere. So wird es ja dann heißen, wahrscheinlich. Wenn die ganzen... Naja, wenn die ganzen Schauspieler, die keine Lust mehr haben, Evans und Downey, ja, dann weg sind. Weiß ja nie. Entweder wird ein neues Franchise raus, hier von wegen New Mutants, Horror. Wobei Horror ist ja in dem Sinne eigentlich, ist es ja in Wirklichkeit kein heutiger Horror. In Wirklichkeit sind es ja einfach nur ein paar, wie heißt das? Troubled Teenagers, in Anführungszeichen, die in einer, wahrscheinlich wieder so eine klischee-mäßig aufgemachten. Bam! Stirb, Spider-Man! Nein, tu es nicht! Okay. Das war mein Onkel! Sozusagen. So genetisch gesehen. Ja, genau. Wolltest du ja dann zeigen, ob daraus dann ein Franchise wird. Und wie war es nochmal? Ja, die dann in einer Teenager mit Problemen, die in einer Nervenheilanstalt sitzen. Richtig ausgesprochen, ja. Und dann irgendwie so, sind irgendwie solche geisterhaften, da auch der Horrorteil, Erscheinung. Und der große Twist wird natürlich sein, ach nein, das sind gar keine Geister, das sind alles nur hier ihre durchdrehenden X-Men-Fähigkeiten, die sie nicht kontrollieren können. Hä? Ach, sie muss das machen, weil er kann keinen Schalter bedienen, natürlich. Ah. Die übliche Drehgeschichte. Ah, schön. Genau. Nee, ich glaube, das müssen wir halt so rum. Genau. Dieses Symbol kenne ich doch. Es ist Hydra. Ach nein! Schurkenorganisationen investieren wohl mehr in diese raffinierten Türen als in die Ausbildung ihrer Schläger. Oder ihrer Schützen. Siehe, Empire, ne? Genau. Siehe das Imperium aus Star Wars, okay? Wow! Kann man da rein? Nee, ist einfach nur bunt, okay. Okay, und hier brauchen wir wahrscheinlich Wasserfähigkeiten oder was ähnliches dafür. Okay, habe ich ja schon gesagt. Ja. Oder es wird am Ende so ein Experiment in Richtung Horror wie... Erinnert ihr euch noch an das Man-Thing? Wir tragen grüne Anzüge. Könnte ein Problem sein. Braucht ihr Hilfe? Oh, Chris Evans in seiner alten Form. Warum machen sie auch eine Tür aus Gold? Wie konnte sie nur so lange verborgen bleiben? Qualitätsdeko? Ja, ist immer die Frage. Warum haben diese Superbösewichte immer ihre geheimen Stützpunkte in der Großstadt? Siehe die alten Spider-Man-Serien, ne? Mit irgendwelchen riesigen 80er-Jahre-Computern. Oder 70ern oder 60ern. Weil damals wussten. Damals hieß es ja noch, müssten. Computer müssen ja riesig sein. Er kann bis zu 64 Kilobit verarbeiten. An Daten verarbeiten. Wow! Nach dem Motto. Ja. Ja, gut, die werden wahrscheinlich. Die kriegen sie wahrscheinlich über irgendwelche Drittanbieter, genau. Ja, ja, das Man-Thing. Da wollten die ja. Das war ja irgendwie so die Zeit, wo Marvel angefangen hat, so in dieser. Was war das? Ah, ja, stimmt. Jetzt haben wir Johnny. Jetzt können wir uns endlich hier die. Jetzt können wir endlich hier die Golddinger zerschmelzen. Oh. Oh, 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 oh. Schade. Ich habe jetzt. Können wir die dritte. Ich glaube, jetzt können wir die dritte Spinne haben wir jetzt übersehen. Oh, schade. Vorsicht, ich habe ein heißes Händchen. Können wir nicht einfliegen? Ja, können wir. Genau. Aber wie weißt ja, Johnny, nicht so heiß werden. Wenn du über 4000 Grad wirst, entzündest du die Atmosphäre und wir alle verbrennen jämmerlich. Wäre bestimmt spektakulär, obwohl wird bestimmt auch irgendein Marvel-Comic, in dem er irgendwie, was weiß ich, einen Rappel bekommen hat und das durchgezogen hat. Naja, das ist ja das Tolle an Comics, beziehungsweise an diesen ganzen, wie heißt es, an diesen ganzen alternativen Realitäten-Geschichten, ne? Das ist eigentlich sehr praktisch für Comicmacher, ne? Dass man immer mal zeigen kann, ja, was könnte denn passieren, wenn alle Leute Zombies wären? Oder wenn alle super, naja, wenn alle Marvel-Helden und Anti-Helden und Bösewichte plötzlich ein Venom-Subjekt haben, ne? Siehe
das neue, in Anführungszeichen neue, weil wahrscheinlich ist das auch schon wieder ein paar Jahre her, weil wir wissen ja, Comics in Deutschland, ne, die hängen ja gern mal so ein paar Jahre hinterher. Auch wenn es früher wahrscheinlich anders gewesen ist, als man noch bei Übersetzung noch länger gebraucht hat. Du kannst mich, oh. Ich wollte das eigentlich noch kaputt machen. Naja, stimmt, bis halt da nach oben ziehen. Ja, kein Zweifel, es ist Hydra. Ich kann Red Skull von hier aus sehen. Den kann man ja auch schwer übersehen. Loki ist bei ihm. Was haben die vor? Böse Dinge. Ich glaube, Red Skull kann man schwer übersehen. Obwohl, der Super-Nazi ist er ja jetzt anscheinend jetzt nicht mehr, Anführungszeichen Nazi, ne? Wie, zumindest in dem Marvel Silver Duty. Da ist er jetzt, ich bin der Wächter des Steines. Ich wollte den Stein haben, aber ich konnte ihn nicht, denn ich habe nicht die Voraussetzung dafür. Oh, ich sollte jetzt nicht so viel spoilern für euch. Leute, die... warte mal, wie können wir nochmal... Ah, da ist er. Genau, hier, aufsetzen. Er könnte ein bisschen schneller fliegen, ja? Ja. Wenn nicht, dann... Ich glaube, Marvel hat jetzt, glaube ich, keinen großen... Wird jetzt keinen großen Verlust dadurch erleiden, wenn jetzt hier die, diese Young Mutants-Geschichte... Horrorversuch jetzt irgendwie floppen wird. Ich glaube, die haben genug im Rap-Hop-Qua. Ja, schneiden nach Zahlen. Es ist ein Flugzeug. Und ein Riesenbildschirm. Können von aus goldenen Land. Ja gut, da könnten wir jetzt eigentlich wieder zurück in das Level, wie heißt es? Könnten wir eigentlich wieder zurück in Grand Central Station. Genau, und da diese Gold, genau, diese Gold-Kronleuchter wieder, wie auch immer man sie nennen kann. Ach ja, Beras, genau, zerschmelzen. Oder diese Tür da öffnen. Naja, ist so ein bisschen auch wie bei, wie heißt das, auch ein bisschen wie bei, God of War, ne? Wenn man bestimmte Fähigkeiten oder Sachen hat, dann kann man dann, wo bist du? Hydra-Agent, du, ihr Quasi-Nazis, die sich ja zusammengeschlossen haben in den Comics mit Hammer, ne? Hammer und Hydra, obwohl das passt ja eigentlich ganz gut zusammen. Ja, ja, stimmt, da war ja dieser eine Comic, der ist bestimmt auch schon wieder ein paar Jahre her, oder? Genau, dieser eine Comic, wo Hydra sich mit geklauten, genau, mit den geklauten Fähigkeiten der Marvel-Helden, also der X-Men und so weiter, so eine eigene Armee an Supermutanten aufgebaut hat. So von wegen Giant Mans und Unsichtbare und ich glaube, da war bestimmt auch ein Hulk dabei. Da sind bestimmt auch Halklinge dabei, genau. Naja, und trotzdem haben sie wieder verloren. Obwohl, müssen sie natürlich, nicht wahr? Ey, Bösen dürfen nicht verlieren. Dürfen nicht gewinnen. Zumindest nicht auf Dauer. Ja, wo bist du denn, Stanley? Ja, ja. Kann ich übrigens empfehlen, ne? Venomverse, wo gezeigt wird, wie Venom wieder durch Dr. Strange, Huppi Fluppi, in die alternative Dimension gezogen wird. Und dann ist er dann da, wo alle... In einer Realität, wo alle, oder beziehungsweise alle aus verschiedenen Möglichkeiten zusammengekommen sind, wo was gezeigt wird, was passiert würde, wenn die den Venom-Symbionten abbekommen haben, ne? Dr. Strange, Spider-Woman, wer noch? Spider-Woman, Deadpool, natürlich, und, genau, und die Avengers, genau. Und wer ist natürlich wieder der Bösewicht? Darf ich das verraten? Kann ich das verraten? Ja, genau. Und wer ist der Bösewicht? Natürlich, Dr. Doom. Also Beyond. Also quasi Venom plus Doom. Venom. Gott, bin ich witzig. Genau. Na gut. Naja, wird sich dann erstmal zeigen, wie... Ach so, ja, schmelzen. Yeah! Ich habe jetzt eins von diesen da. 10. Boah. Na gut, um die alle wieder zusammenzubekommen, brauchen wir eh wieder einen... Ah, wie heißt das? Brauchen wir eh wieder Schubcharakter mit einer Schubfähigkeit. Yeah! Achso. Okay, machen wir erstmal das hier noch schnell fertig und dann können wir die Folge ja schon wieder beenden. Ah, na gut, er kann natürlich keinen Schalter benutzen. Ich kann alles, ich kann einer Ameise auf 1 Kilometer Entfernung das linke Auge rausschießen, aber ich kann keinen Schalter benutzen. Naja. Jeder hat seine Defizite. Okay. Ah. Warte mal. Ah, okay. Einfach die Symbole nachmachen.
Naja, gut, Leute, was wollt ihr? Das Spiel ist ab 6. Ein Viereck! Mein Gott, ich lerne etwas! Glaube ich. So. So. Ja, zum Glück muss man nicht aufpassen, dass der Laser uns selbst zerschneidet. Weil ich ja mich frage, was ist eigentlich besser? Apropos, jetzt kommen wir zurück zu New Mutants und Horror. Marvel macht jetzt Horror. Komm. Was ist eigentlich besser? Es ist ein N. Ach nein, doch nicht. Frage, was ist eigentlich besser? Man-Thing oder das Swamp-Thing? Warte mal, ist es so? Und dann so? Genau. Ha! Ich bin so schlau. Mit H. Mit zwei H. Schlau. Genau. Und das alles nur, damit sie hier rüberkommen können. Tja. Die könnten doch locker einfach darüber hüpfen, wenn sie wollen. Na ja, gut. Also Leute, dann sehen wir uns dann in der nächsten Folge von Lego Marvel Super Heroes. Warte mal, ist hier was versteckt? Ach nee, das ist einfach nur der Weg. Ach so. Okay, können wir da rüberspringen? Yeah, sie hat's voll drauf. Genau. Gut, noch den blauen. Oh, da haben wir auch schon fast fertig. Okay, gut, Leute, dann sehen wir uns dann in der nächsten Folge von Flamme an. Genau. Wo ist Stanley? Der war doch hier irgendwo. Ach, da ist er. Yeah! Excelsior. Gut, der hat sich die Folge jetzt gelohnt. Gut. Genau, dann haben wir jetzt auch unseren Meister, nee, und unseren, wie sagt man, unseren Vater von sozusagen befreit. Okay, gut. Komischerweise, komisch, dass man den nicht am Ende von Infinity War noch mit eingebaut hat, aber ich glaube, das wäre wahrscheinlich zu brutal gewesen oder wäre jetzt vielleicht zu nah an der Realität, so von Sinne von, naja, er ist ja schon alt und so, das könnte man eventuell missinterpretieren, wenn ihr versteht. Na gut, aber Leute, warte mal, wo ist denn hier Speicherpunkt nochmal? Warte mal, war hier nicht ein Speicherpunkt? Warte mal, ich hole nochmal schnell den Speicherpunkt ab und dann... Komisch, ich dachte, hier war ein Speicherpunkt gewesen, oder habe ich jetzt die Konsole missinterpretiert? Nein, da ist er, okay. Ja, damit wir hier nicht wieder draußen beim Spiel anfangen müssen. Gut, Leute, dann sehen wir uns dann in der nächsten Folge von Lego Marvel Super Heroes und könnt ihr vielleicht mal reden drüber... Was können wir denn reden? Ja genau, redet mal vielleicht drüber, was habt ihr so für Predictions, der englische Einfluss, für die nächsten Marvel-Filme. Das weiß ich, diesen Horrorfilm versucht, da der immer wieder verschoben wurde, was ja auch kein gutes Zeichen ist. Mhm. Genau. Und vielleicht noch, was noch in den Comics mäßig gerade so in ist, ne? Die sehr brutal sind im Vergleich zu Filmen. Irgendwie widersprüchlich. Na gut. Also bis dann, Leute. Ciao und Flamme an!